Hallo Welt, da sind wir wieder hier auf der Normandie und wir werden mit Leutnant Curtis reden. Ich wünschte, Sie hätten dieses Geschütz auf Tuchanka mit eigenen Augen gesehen. Ich habe die Audio-Emulatoren abgeschaltet und zugesehen, wie sich der Cerberus-Kreuzer elegant und lautlos in seine Bestandteile aufgelöst hat. Wunderschön. Manchmal mache ich mir Sorgen um Sie, Mann. Und wir werden mit James reden. Ich hatte hier eigentlich jemand anders erwartet. Tuchanka hat mich an die Wüste in meiner Heimat erinnert. Die Eidechsen und Würmer sind zwar größer, aber sonst der Sand und so. Ach, okay. Sollten wir nicht zum Maschinenraum, wurde uns gesagt, am Ende der letzten Folge so ziemlich? Da haben wir uns wohl vertan. Hier haben wir gar nichts verloren, wie es aussieht. Wollen wir denn irgendwelche Upgrades kaufen vielleicht? Nicht wirklich, oder? Haben wir noch Waffen, die wir vielleicht... Nee, lassen wir. Ja, was, wo sind die denn dann? Maschinenraum, hier haben wir das Maschinendeck, also Maschinendeck, Backbord, Frachtraum, Steuerbord, Frachtraum und Unterdeck, das ist es doch auch nicht. Och, jetzt gucken wir mal alles durch. Das ist viel besser als ein Bericht über den Stadtrat von Milgrim. Ich glaube nicht, dass ich von Milgrim schon was gehört habe. Welcher Planet ist das nochmal? Bekenstein, direkt neben der Citadel. Ich bin ein Koloniekind. Commander, haben Sie kurz Zeit? Was möchten Sie wissen? Sie haben ein Heilmittel für die Genophage freigesetzt. Millionen von Kroganern werden jetzt die Reaper bekämpfen. Was sagen Sie Leuten, die das für den Beginn neuer Rachni-Kriege und kroganischer Rebellionen halten? Ah, das ist die Erlösung der Kroganer. Die schlechten Seiten der Kroganer fallen einem schnell ein. Aber auch die guten sind erinnerungswürdig. Und das heißt? Die Kroganer waren einmal Helden und wollen das auch wieder sein. Wir geben ihnen diese Chance. Wussten Sie, dass der Erdnot-Clan beim Rat bereits eine Botschaft und das Recht auf eine Kolonie beantragt hat? Das ist richtig. Das ist Verhandlungssache. Die Kroganer kommen einer Heimatwelt des Rats zu Hilfe. Das ist mehr, als die meisten anderen Spezies tun. Ich habe bei der Genophage-Heilung geholfen. Alles andere betrifft nur den Rat und die Kroganer. Sie hörten Commander Shepard persönlich. Bis morgen. Ich bin Diana Ellis. Gute Nacht und bleiben Sie stark. Okay, ich schneide den Bericht fertig und reiche ihn dann zur Freigabe beim Oberkommando ein. Ja, sehr schön. Gibt es sonst noch was? Commander. Kriegsaktivposten aktualisiert. Kroganische Clans. Ja, besser kann man es im Krieg eigentlich gar nicht haben. Die Kroganer sind ja fast wie Klingonen schon. Die erinnern mich irgendwie immer an Klingonen. Ja, aber hier gibt's doch noch mehr, mit dem wir sprechen sollten. Wo ist er denn? Die steuert die Normandie nicht. Sie ist die Normandie. Nein, sie ist ein Passagier auf der Normandie, genau wie wir. Das Schiff flog schon durch den Weltraum, da hat Edi noch gar nicht existiert. Techniker Donnelly hat recht. Die Normandie SR-2 war schon vor meiner Installation absolut raumtauglich. Sehen Sie? Edi stimmt mir zu. Edis Geist und die Normandie bilden jetzt eine Einheit. Sie könnten die Prozessoren im KI-Kern nicht einfach auf ein anderes Schiff verfrachten. Techniker Adams hat recht. Die Prozesse, die mein Bewusstsein formen, sind über das ganze Schiff verteilt. Sehen Sie? Edi stimmt mir zu. Aber anders als bei Edi hätten unsere Gehirne nicht ohne unsere Körper existieren können. Das ist bei organischen Wesen eine Voraussetzung. Aber sie müssen diese beschränkte Definition von Leben hinter sich lassen. Joker steuert die Normandie. Und er übernimmt nicht Edis Körper, wenn er das tut. Wenn Edi das Schiff steuert, ist sie ein Pilot, genau wie Joker. Edi steuert die Normandie nicht. Sie ist die Normandie. Nein, sie ist ein Passagier auf der Normandie, genau wie wir. Das Schiff flog schon durch den Weltraum, da hat Edi noch gar nicht existiert. Okay. Edi kann die Normandie mit ihren Gedanken steuern. Sie sieht, hört und fühlt über die Sensoren des Schiffes. Die Normandie ist ihr Körper. Ich habe Edis Körper gesehen und ihre Kurven sind um einiges eleganter als die Außenhülle der Normandie. Nun, was denken Sie, Edi? Sind wir mehr als unsere Gedanken? Ich bin raus. Noch mehr davon und mein Schädel explodiert. Commander, erinnern Sie sich daran, dass bei Überlastung der Kern möglicherweise in den Maschinenraum entlüftet wird? Daniels, Donnelly, Edi und ich haben gemeinsam darüber nachgedacht.
Das Entlüften passiert, wenn die IES-Kühlkörper im gegenläufigen Zyklus sind, während der Hauptkern maximale Energie benötigt. Etwa bei kinetischer... Naja, Kenneth möchte sagen, dass wir das System wahrscheinlich sicherer machen können. Wir brauchen nur ein GX-12-Thermalrohr. Leider sind wir vom Allianz-Nachschub abgeschnitten. Könnten Sie beim nächsten Besuch auf der Citadel danach Ausschau halten? Ich habe hier die Spezifikationen. Warum brauchen wir das? Sind diese Modifikationen wirklich nötig? Eine Sicherheitsfrage, aber nicht kritisch. Bei schwerem Beschuss der kinetischen Barrieren, bei gleichzeitigem Flug mit hoher Geschwindigkeit, kann durch Entlüften Plasma in diesen Bereich gelangen. Jeder in diesem Raum würde dadurch atomisiert. Das ist aber mehr als bloß eine Sicherheitsfrage. Naja, unter den genannten Bedingungen ist das Schiff sowieso so gut wie verloren. Aber wir wollen doch jeden möglichen Vorteil, oder? Also, ich würde das kaufen. Ich sehe mich das nächste Mal auf der Citadel danach um. Danke, Commander. Und gibt es sonst noch etwas? Es gibt nichts zu berichten, Commander. Gut, gut. Und bei euch beiden Hübschen hier? Alle Antriebssysteme laufen optimal. Sehr gut. Manchmal ist es total schwierig, das Raster im Gleichgewicht zu halten. Das ist nicht gut. Moment, hat unten vielleicht wieder jemand ein Modell versteckt für uns? Ich glaube, das ist einmalig. Aber Wunder passieren ja doch. Vielleicht treffen wir doch nochmal Jack hier. Wobei, Jack hat ihre Gruppe. Die ist ja schon im Einsatz, sozusagen. Die Gruppe mit den Biotikern. Moment, das ist der falsche. Wir müssen hier raus. Ja, auf zum nächsten Deck, dann sprechen wir doch nochmal mit Liara zum Beispiel und lassen uns dann auch nochmal auf der Krankenstation, vielleicht sofort auf der Krankenstation blicken. Hier ist nicht die Krankenstation. Die Krankenstation ist hier und danach sprechen wir vielleicht dann noch mit Liara. Dr. Shakwas, wo ist sie denn? Oh, gar nicht hier? Doch, da ist sie. Hat sich versteckt. Getarnt als Stuhl. Keine Gesundheitsprobleme bei der Crew? Sehr gut, hört sich das an. Und wer ist hier hinten in dem Raum? Niemand? Nein, noch ist niemand hier. Okay. Ach so, Liara. Richtig. Haben wir neue Techniker für den Tigel gefunden, Glyph? Fünf ehemalige Wissenschaftler von Zonex Industries. Die versucht haben, gestohlene Proteaner-Technologie vom Planeten Garvuk zurückzuentwickeln. Offiziell werden sie immer noch wegen Unterschlagung proteanischer Technologie vom Rat gesucht. Und sie spielten wohl bei dem illegalen Krieg eine Rolle, den Zonex auf Garvuk angezettelt hat. Der Rat wird sie bestimmt amnestieren, wenn sie dafür beim Tigel helfen. Gib diesen Wissenschaftlern Straffreiheit und schicke ihnen eine Einladung. Sofort. Cool, der Shadow Broker. Keine weiteren Upgrades hier, was mich ein wenig wundert. Können wir die kaufen oder anklicken? Keine. Shadow Broker, Berichte über Massenportalverkehr. Sehr interessant. Zunahme, Abnahme des aktuellen Portalverkehrs. Witwe, 95% Zunahme. Omega 2, 65% Zunahme. Tassale, 32% Zunahme. Seinhand, kenne ich jetzt gar nicht, kommt mir gar nicht so bekannt vor. 43% Abnahme. Pelion wüsste ich jetzt auch nicht. Die anderen kannte ich, zumindest vom Namen her habe ich das schon mal irgendwo gehört. Pelion auch 12% Abnahme. Fontes nicht verfügbar. Und Charon nicht verfügbar. Shanxi, Theta, nicht verfügbar. Ja gut, dann haben wir noch eine E-Mail vom Dr. Locke an Admiral Eckett. Die Sicherheitskräfte hätten beinahe das Feuer auf die Rachni eröffnet, als ihre Schiffe sich dem Tigel näherten, Admiral. Ich musste mehrfach ihren Namen ins Feld führen, bevor sie an Bord gelassen wurden. Sie befolgen Anweisungen, aber mein Gott, muss ich Ihnen sagen, wie nervös alle sind, weil die Rachni die Gänge entlang spazieren? Professor Lau stand kurz vor einem Herzinfarkt. Ich berichte Ihnen später, wie unsere nächste Versammlung abgelaufen ist.
Dr. Locke. Audiolog. Grunt spricht mit neuen Rekruten der Kompanie Aralak. Also der Rekrut. Ich begreife immer noch nicht, warum Sie einem Freak aus dem Zuchttank das Kommando über die ganze Kompanie gegeben haben. Grunt lacht. Und ich begreife nicht, warum Sie mir jammernde Pijacks als Soldaten gegeben haben. Ich habe mehr Jahre auf dem Schlachtfeld verbracht, als Sie Kills vorzuweisen haben, Frischling. Paarungsversuche mit Salarianerinnen zählen nicht als Kampf. Niemand redet so. Dumpfer Aufprall. Grunt. Helft ihm auf die Beine. Wir brechen in einer Stunde auf. Ja, der hat seine Leute gut im Griff, aber das ist bei den Kroganern ja auch so ein bisschen härter alles. Und ich hoffe, dass Liara vielleicht etwas zugänglicher jetzt ist. Beschäftigt? Ich habe Zeit, wenn Sie reden möchten. Etwas Ablenkung täte mir gut. Was beschäftigt Sie? Wie lange die Reaper für die Proteaner gebraucht haben. Und wie lange sie wohl für uns brauchen. Bei den Proteanern waren es Jahrhunderte. Wir sind nicht so weit verbreitet, aber 100 Jahre dürften es schon auch sein. Es ist egoistisch, aber selbst wenn wir scheitern, ich bin erst 109 und könnte das Ende des gesamten Zyklus noch miterleben. Ach, so jung? Nur 109, was? Ich weiß, man beschwert sich nicht über eine Lebenszeit von 1000 Jahren. Ich fand es immer traurig, dass die meisten Aliens nur so kurz leben. Vielleicht ist es gar kein Privileg, alle zu überleben. So viel Tod zu sehen. Der Krieg ist noch nicht vorbei. Machen Sie sich deshalb nicht verrückt. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Aber nur, weil Sie ihn noch vorantreiben. Wir haben zwar noch andere Anführer auf unserer Seite, aber keiner bringt uns so weit wie Sie. Ich frage mich, wie Sie das machen. Ich mache das natürlich alles für Sie. Vor jedem Weltuntergang denke ich an Ihren Wutausbruch, falls ich ihn nicht verhindere. Ich weiß nicht, ob ich es ohne Sie könnte. Schmeichlerin. Ich versuch's. Wir sehen uns bald, Shepard. Warp entrügelt. Verfügbar auf der Krankenstation, da sind wir ja ganz in der Nähe, gut. Arbeiten Sie an irgendwas? Ich helfe bei der Entschlüsselung einiger Elemente des Tegels. Zumindest versuche ich es. Theoretische Partikelphysik auf der Basis spezieller Duodezimalmathematik ist nicht unbedingt mein Fachgebiet. Wir verbinden das Wissen mehrerer Disziplinen, von denen die Meisterschaft auch nur einer einzigen bereits ein ganzes Leben dauert. Ich würde meine letzten 100 Jahre dafür geben, wenn ich auch nur einen proteanischen Wissenschaftler wiederbeleben könnte, damit er uns hilft. Die Genophage ist geheilt. Da haben die Kroganer doch keinen Grund mehr, sich zurückzuhalten, oder? Rex weiß, was er tut, aber kann er die Kroganer unter Kontrolle halten? Oder ist das vielleicht der Anfang eines neuen Kroganerreichs? Wahrscheinlich schon, letzteres. Also ich glaube auch nicht, dass Rex die alle unter Kontrolle halten kann, da Splittergruppen wie jetzt immer geben, denke ich. Eva organisiert die Kroganerinnen. Sie erinnert mich an eine der mehr beeindruckenden Matriarchinnen, die ich kennengelernt habe. Die Kroganer werden nicht zulassen, dass sie wieder auf der Strecke bleiben. So wie damals nach den Rebellionen. Wir müssen uns wohl daran gewöhnen, dass sie eine größere Rolle in der Galaxie spielen werden. Richtig. Hoffentlich sind die Kroganer wirklich so gut wie ihr uralter Ruf es verspricht. Natürlich zu unserem Nutzen. Die sind gut. Können wir später reden? Okay. Hier gibt's immer noch nichts, ja? Nein, hätte ja sein können. Ja, dann schauen wir uns... Grüße, Glyph. Schauen wir uns mal an, ob wir jetzt vielleicht schon eine Biotik, eine Sonderkraft, eine Bonuskraft erhalten haben. Oder was gibt es hier Neues? Keine Gesundheitsprobleme bei der Crew? Bonuskräfte neu zuweisen. Oh mein Gott, hoffentlich machen wir da nichts Falsches. Ah,
Tatsächlich, wir können etwas kaufen. Also, Warp-Munition finde ich super. Haben wir immer ganz gerne benutzt. Verstärkung, also wir gucken uns das jetzt erstmal an. Warp-Munition, treffen Sie bereits durch Biotik angehobene Ziele, um einen Schadensbonus zu erhalten, und schwächen Sie die Panzerung von Zielen am Boden. Ja, das hat mir sehr gut gefallen in der Vergangenheit. Erhöht Waffenschaden, erhöhter Schaden gegen Barrieren und Panzerung. Schöne Sache das. So, dann haben wir Verstärkung. Verstärkt Panzerung durch schützende Fokalströme. Ableitende Ströme in ihre Handschuhe erhöht Nahkampfschaden, verlangsamt Kraftbenutzung. Wollen wir nicht. Panzerbrechende Munition. Schalten Sie schwer gepanzerte Einheiten aus. Erhöht Waffenschaden, mehr Schaden gegen Panzerung. Nett, aber vielleicht reicht die Warp-Munition schon. Leuchtgeschoss ist neu, glaube ich. Sämtliche biotische Energie wird aufgewendet, um ein gewaltiges, konzentriertes Leuchtgeschoss abzufeuern, das Gegner in Reichweite durch die Luft schleudert und erheblichen Schaden verursacht. Sehr schön auch. Und Peitschen könnten wir kaufen. Packt einen Gegner mit einer biotischen Peitsche, um ihn von den Beinen zu reißen und ihm mittelschweren Schaden zuzufügen. Die Warp-Munition kaufen wir definitiv. Kaufen. Können wir nicht? Haben wir schon? Ich denke doch mal ja, oder? Da stand doch irgendwas gerade. Okay, hier gehen wir jetzt. Ah, da steht's doch. Objekt gekauft. Warp-Munition. Super. Ja, hier gehen wir lieber mal nicht dran. Kräfte neu zuweisen. Ich finde, so wie wir das zugewiesen haben, ist es schon ganz nett. Und dann können wir uns doch jetzt um die Salarianer auf T'Chanka kümmern vielleicht. Schauen wir da mal rein. Wobei, ich meine auch, wir könnten hier noch mit jemandem sprechen, mit Garrus zum Beispiel. Ja, wobei muss das sein? Hier ist niemand. Wir haben die Crew, das dauert ja ziemlich lange, bis wir diesmal neue Crewmitglieder bekommen. Aber wie man gesehen hat oder wie man hier sehen kann, bei der Gruppe... Oh, hoppla. Ich dachte, jetzt sehen wir die ganze Gruppe, sehen wir nur, wenn wir auf Mission gehen. Ja, also wie man sieht bei der Gruppe, ja, das ist schon okay so. Wenn wir eben auf Mission gehen, da ist ja gar nicht so viel Platz. Das heißt, so viele Leute, vermute ich mal, wie im letzten Teil, werden wir gar nicht bekommen. Aber hier haben wir noch einen Raum zumindest, in dem noch jemand vielleicht Platz finden kann. Und bei euch ist alles in Ordnung hier. Ihr habt euch wieder... in die Arbeit gestürzt. Oder ihr spielt Computerspiele vielleicht dort. So, einmal aufs WC. Schön duschen. Irgendwo konnten wir doch auch duschen. Na, hier jetzt nicht. Das war auf der Citadel im Labor von... Ihr wisst schon wer. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ja, schön. Dann gehen wir, bevor wir noch mit Garrus uns verschwatzen, wieder auf die ins Kampfinformationszentrum und schauen uns hier mal an, wie das eigentlich jetzt mit unseren Bodentruppen so aussieht. Richtig. Und was wir da so vielleicht schon verändert haben. Da müsste jetzt ja einiges doch zum Positiven sich verändert haben. Oh, das ist nicht unbedingt gut, was ich hier sehe auf den ersten Blick. Aber das, der Schein trügt. Ich glaube schon, dass es gut ist. Also, wir haben sehr viele neue Einträge hier bei den Kriegsaktivposten. Fast überall, ja, sogar überall haben wir neue Einträge. Ja, dann fangen wir oben mal an bei den Aliens, also Alien-Spezies, die bislang bei der Politik der Galaxie nur Randerscheinungen waren, liefern nun Soldaten und Ressourcen, die dringend benötigt werden, um diesen Krieg gewinnen zu können. Okay, und da hätten wir als neuen Eintrag die Rachni-Arbeiter. Und das schauen wir uns jetzt mal an. 100 Rachni-Arbeiter, die am Tigel arbeiten. Da sind sie, hier oben.
Die Rachni sind alles andere als hirnlose Insekten und zu technologischen Leistungen fähig, die es mit jeder intelligenten Spezies aufnehmen können. Nach anfänglichem Misstrauen haben sich die zum Tigel abkommandierten Rachni-Arbeiter inzwischen gut in das Projekt integriert. Sie sind besonders effizient bei Aufgaben, die Zusammenarbeit in der Gruppe erfordern, und leitende Mitarbeiter betrauen die Rachni zunehmend, auch mit komplexeren Aufgaben. Das ist schön, hier können wir noch Konfliktgebiete, das können wir nachher uns angucken, wenn wir hiermit fertig sind. So viel zum Thema Aliens, Rachni. Ich finde, war das eine gute Entscheidung. Ich bin zufrieden mit der Entscheidung. Und hier ist doch einiges zur Allianz hinzugekommen, die 103. Marinedivision. Die alte Redensart, jeder Marine ist ein Schütze, gilt in der Allianz immer noch. Alle Rekruten der Marines, von der Schreibkraft bis zum Scharfschützen, durchlaufen eine Infanterieausbildung. All darum ist die 103. Marinedivision auch die größte Truppe von Special Forces, Soldaten der Erde. Offiziere aus bekannten Schlachten wie dem Skylianischen Angriff oder der Erstkontaktkrieg führen knallharte Manöver in verschiedenen Umgebungen durch, weil Marines darauf vorbereitet sein müssen, jede Küste, jeden Planeten zu erstürmen. Dieses Training hat sich im Reaper-Krieg als sehr nützlich erwiesen, weil die 103. tatsächlich in einer Woche in einer Eiswüste und in der nächsten in einem Dschungel kämpfen muss. Das kannten wir schon. Aktualisiert wurde, biotische Studenten der Chrisom-Akademie haben sich der 103. Marinedivision als Unterstützungseinheit angeschlossen. Sie konzentrieren ihre Biotik auf Barrieren, die die Marines beschützen, und helfen dabei, die Kontrolle über das Schlachtfeld zu behalten. Ja, allen voran Jack als Lehrerin, als vielleicht Dozentin. Und dann haben wir noch etwas dazu gewonnen bei der Allianz, nämlich Kylie Sanders. First Lieutenant Kylie Sanders kam in den Vorstand der Grissom Akademie, nachdem sie ihre militärische Laufbahn beendet hatte. Als der Überfall von Cerberus auf die Akademie von Commander Shepard vereitelt wurde, schloss sich Sanders der Allianz den Allianz-Technikern an, die am Bau des auf dem Mars gefundenen Proteaner-Geräts arbeiteten. Ihre Vergangenheit als Systemtechnikerin mit Spezialgebiet synthetische Intelligenz war bei der Entschlüsselung der komplexen Feedback-Systeme, die die Energieabgabe der Waffen kontrollieren, überaus hilfreich. Aktualisiert: Einige der technisch versierteren Studenten der Grissom Akademie wurden von Commander Shepard vor Cerberus gerettet. Sie haben sich mit Sanders getroffen und helfen ihr bei einigen der Probleme, die ihr zu schaffen machen. Aktualisiert: David Archer ist ein weiterer Flüchtling der Grissom Akademie, der an dem Gerät arbeitet. Trotz seiner Jugend haben Archers Theorien über interstellare Kreuzmodulation ihm sofort den Respekt der Wissenschaftler des Projekts eingebracht. Ja, auch darüber freue ich mich, dass wir im zweiten Teil so entschieden haben, wie wir uns entschieden haben, und seine Qualen auf diese Art und Weise dann eben beendet haben. Wenn ich mich da jetzt nicht vertue. Und Jack mit neuer Frisur gefällt mir auch ganz gut. Und auch so scheint sie ein bisschen von den Proportionen gewachsen zu sein. Jack, früher bekannt als Subject Zero, ist vielleicht die begabteste Biotikerin ihrer Zeit. Nachdem sie Shepard bei der Vernichtung der Kollektoren geholfen hatte, wurde ihr von der Allianz eine Stellung als Ausbilderin an der Grissom Akademie angeboten. Sie nahm aus ganz persönlichen Gründen an und verbesserte bei der Arbeit mit den Studenten auch ihre eigenen Fähigkeiten. Grissom-Vorstandsmitglied Kylie Sanders hat Jacks dynamische, wenn auch unorthodoxe Lehrmethoden immer unterstützt, weil sie von den Fortschritten beeindruckt war, die die Studenten unter der eigenwilligen Biotikerin machten. Dann haben wir noch die Kolonisten von Sue's Hope. Noch ein Punkt, über den ich mich freue.
dass wir uns damals so entschieden haben, wobei eine Sache ja damals gefehlt hat. Eine Sache konnten wir da, glaube ich, nicht abschließen. Wahrscheinlich hätten wir uns da noch etwas besser auf Sue Hopes entschließen können, vielmehr. So. Aber die Asari Shiala wurde von Commander Shepard vor dem Torianer auf Sue's Hope gerettet. Jetzt führt sie eine Miliz aus Kolonisten von Sue's Hope gegen die angreifenden Reaper an und ist dabei überraschend effektiv. Shiala vermutet, dass die frühere Verbindung ihrer Gruppe mit dem Torianer, ihren Soldaten, ein fast schon unheimliches Gespür füreinander gibt, wodurch sie im Kampf denken und handeln wie ein Mann. Die langfristigen Konsequenzen dieser Verbindung sind unbekannt, aber im Moment sind ihre Effekte der Sache dienlich. Sehr schön, das zum Thema Allianz. Dann gibt es Neuigkeiten zum Tigel, und zwar Raketenwerfer Javelin. Die von der Allianz entwickelten Javelin-Raketen setzen beim Aufschlag dunkle Energie frei. Dadurch werden vernichtende Raumzeitstörungen ausgelöst. Verstärkte Warpfelder, die die Molekülbindung des Ziels aufheben. Nach mehreren Treffern mit diesen Raketen bricht sogar die stärkste kinetische Barriere zusammen. Die Allianzforschung hat mehrere Fabriken auf den Kolonien mit der Herstellung von Javelin-Raketenwerfern beauftragt, um alle Schlachtschiffe der Bündnisflotte damit auszurüsten. Ja, wunderbar! Da kriegen wir ja bald richtig viel Power. Ex-Cerberus, Moment, was steht denn hier überhaupt über den Tigel? Die Fertigstellung des Tigel-Geräts erfordert die Ressourcen und Facharbeiter ganzer Systeme sowie besten Wissenschaftler der Galaxie. Ex-Cerberus! Als die Methoden des Unbekannten extremer wurden, verließen fähige Agenten Cerberus. Sie haben ihre Hilfe gegen die Reaper angeboten und wollen alles tun, was sie können. Cerberus-Forschungsdaten. Daten aus einem Cerberus-Forschungslabor enthalten Berichte über Zusammensetzung und Stärken verschiedener Reaper-Einheiten. Allianz-Wissenschaftler überprüfen die Informationen, aber sie scheinen echt zu sein. Damit könnten VIs der Allianz-Militärs sie zur Entwicklung von Strategien gegen die Bodentruppen der Reaper heranziehen. Auch sehr schön, nur gute Nachrichten hier. Krogana. Die kroganischen Clans haben zugestimmt, ihre beträchtliche militärische Macht gegen die Reaper ins Feld zu führen. Ihre Stoßtrupps sind aggressiv, erbarmungslos und tapfer bis zur Selbstaufgabe. Urdnord Rex. Oh, hier ist ja einiges. Oh ja, da haben wir einiges. Urdnord Rex hat 2183 beim ersten Invasionsversuch der Reaper an der Seite von Commander Shepard gekämpft. Danach kehrte er nach T'Chanka zurück und stieg in den Folgejahren zum Anführer seines Clans auf. Er vertritt moderne Ansichten und möchte die Kroganer als Ganzes stärken. Konservative Elemente sind dagegen, aber die Nachricht von der erfolgreichen Heilung der Genophage hat ganz T'Chanka fest unter Vrecks Führung vereint. Er gilt nicht nur als Kämpfer, sondern auch als Retter, und die Kroganer werden ihm nun in den Kampf gegen die Reaper folgen. Sehr schön, und Grunt, der perfekte Kroganer, wurde ohne Vergangenheit, ohne Namen und ohne Aufgabe in die Welt geworfen. Nach der Vernichtung der Kollektoren zusammen mit Commander Shepard kehrte Grunt nach T'Chanka zurück, um zu lernen, was es heißt, ein Kroganer zu sein. Nach zahllosen Streitereien und Kämpfen haben die Clans Grunt inzwischen einigermaßen akzeptiert. Der junge Kroganer ist zäh, umsichtig und klug. Er weiß, dass seine Erfahrung sich auszahlen wird, jetzt, wo es gegen die Streitkräfte der Reaper geht. Company Aralak. Alte Legenden von T'Chanka besagen, dass das Aralak-Ödland der Ort war, wo Aralak, der erste Krieger, in der Schlacht fiel.
Die nach diesem Helden benannte Kompanie besteht aus Kriegern von ganz Tuchanka und jeder Einzelne wurde wegen seiner Stärke, seiner Wildheit und seiner Kampferfahrung ausgewählt. Jede Gemeinschaft der Kroganer schickte nur ihre besten Soldaten, wenn es darum geht, den Clan zu vertreten, und um die Ehre, wer dazugehören soll, wurde so mancher Kampf ausgetragen. Aktualisiert wurde es. Ja, die Kompanie Aralak wird von Grunt angeführt, einem genetisch hergestellten, perfekten Soldaten, der zusammen mit Commander Shepard die Kollektoren bekämpft hat. Der Kroganer hat trotz seiner Jugend schon so schwere Schlachten geschlagen, dass ihn die älteren Krieger der Gruppe missmutig als Anführer akzeptieren. Noch einmal wurde es aktualisiert. Grunt wurde neben seiner Funktion als Anführer der Kompanie Aralak auch zum Sprecher des Urtnot-Clans ernannt. Eine politische Entscheidung, die den anderen Clans nicht entgangen ist. Grunt betrachtet seine neue Position als ersten großen Sieg, den er ganz alleine errungen hat. Sein Volk geht mit Respektbezeugungen sehr sparsam um. Und zum Schluss wurde noch aktualisiert, Welle um Welle von Rachni haben die Kompanie Aralak auf Utuku aufgerieben. Einen starken Gegner bis zum Tod zu bekämpfen, ist zwar ein ehrenvolles Ende für Kroganer, aber dennoch muss festgehalten werden, dass die Kompanie Aralak nicht mehr existiert. Ja, da haben wir vielleicht nicht ganz so weise gehandelt, aber was hätten wir anders machen sollen? Wir wollten ja die Rachni-Königin retten und ich denke, es wäre sowieso letztendlich für die Aralak-Kompanie nicht so gut ausgefallen. Da haben wir aber über die Kroganer noch einen neuen Eintrag, nämlich erste Kroganer-Division. Die erste Kroganer-Division ist ein Zusammenschluss von Infanterie und Fahrzeugen, der hektisch zu einer einzigen Koalitionsstreitmacht formiert wurde. Die Befehlskette ist nach Clans unterteilt, wobei Vertreter jedes Clans als Offiziere gelten. Trotz uralter Differenzen entwickelt sich unter den Kriegern der Division aufgrund des gemeinsamen Kampfes gegen die Reaper ein echter Kameradschaftsgeist. Kroganer verschiedener Clans tauschen Ausrüstung, Geschichten und sogar mal ein Fläschchen Rümkohl aus. Ja, das würden wir auch gerne mal probieren, aber das wäre wahrscheinlich dann unser letztes Mal. Rümkohl, wenn ich mich recht erinnere, ist für Menschen nicht gerade so gut. Neu haben wir außerdem kroganische Clans. Die jahrhundertelangen Kämpfe der Kroganer nahmen ein plötzliches Ende, als die Nachricht von einem Heilmittel über die Genophage bekannt wurde. Die Clans von Tuchanka wollen ihre neu gewonnene Zukunft bewahren und haben sich zusammengetan zum ersten Mal seit den Rachni-Kriegen. Sie haben außerdem seit Jahrzehnten Massenvernichtungswaffen gehortet, die sie jetzt zum Glück gegen die Reaper richten können, statt gegen Tuchanka. Aufgrund ihrer Stärke, Größe und Regenerationskräfte sind Kroganer ideale Stoßtrupps. Aktualisiert wurde es auch. Commander Shepards Interview mit Diana Ellers über die Einbeziehung der Kroganer in den Krieg gegen die Reaper warf ein positives Licht auf die Kroganer, was dazu führte, dass sich noch mehr Clans den Bündnistruppen anschlossen. Sehr schön. Ja, dann haben wir noch einen neuen Eintrag über den Urtnot-Clan. Der Urtnot-Clan ist zum inoffiziellen, aber unangefochtenen Vertreter der Kroganer vor dem Rest der Galaxie geworden. In den letzten 10 Jahren haben die Urtnot-Krieger die Clans Nakmor, Yodon, Quash und sogar den berüchtigten Raik-Clan übernommen oder ausgelöscht. Das Auftauchen einer fruchtbaren Urtnot-Frau hat noch mehr Kroganer dazu gebracht, unabhängig von Clan-Zugehörigkeit, dem Urtnot-Banner zu folgen. Und zum Schluss haben wir noch etwas über die kroganischen Söldner.
Viele Kroganer sind losgezogen, um in den gesetzlosen Terminus-Systemen ihr Glück zu machen. Ihre beeindruckende Erscheinung und ihre berüchtigte Brutalität ließen sie zu gut bezahlten Leibwächtern und Söldnern werden. Als die Nachricht von einem Heilmittel für die Genophage bekannt wurde, wurden diese Männer von ihren Clans kontaktiert und dazu angehalten, sich Shepards Truppen im Kampf gegen die Reaper anzuschließen. Nach Jahrhunderten sinnloser Prügeleien und trüber Zukunftsaussichten folgen Kroganer überall diesem Ruf. Ja, dann haben wir Neues über die Salarianer. Und zwar, die Salarianer bringen moderne Kriegsschiffe und ihre besten Taktiker in den Kampf gegen die Reaper ein. Ja, und weiter haben wir noch etwas über die Salarianischen Special Task Group, über die Salarianische Special Task Group. Die Special Task Group, STG, ist der militärische Geheimdienst der Salarianer. Ihre Agenten operieren in kleinen Gruppen und sind auf Spionage, Infiltration, Sabotage und Attentate spezialisiert. Sie bevorzugen Geheimaktionen, die Konflikte beenden, noch bevor sie überhaupt beginnen. Die Bewerbung bei der STG ist anstrengend, aber sobald ein Kandidat angenommen wurde, wird sofort von ihm verlangt, dass er sich im Feld bewährt. Die STG legt großen Wert auf rasche Auffassungsgabe und Einfallsreichtum, weil ihre Agenten meist ohne Unterstützung in feindlichem Gebiet operieren. Und es gibt auch Neues über die Turianer. Die Bedrohung durch die Feuerkraft der Turianer hielt früher ganze Armeen in Schach. Jetzt werden die gewaltigen Flotten und die unzähligen Soldaten der Hierarchie dringend gebraucht, um den größten Krieg in der Geschichte der Galaxie zu gewinnen. Wir haben etwas über die 43. Marinedivision der Turianer, und zwar die 43. Marinedivision der Turianer wurde während der Vereinigungskriege gegründet, die vor über 2000 Jahren auf Palavin tobten. Die 43. hält aktiven Kontakt zu anderen Ratsvölkern und führt gemeinsame Manöver mit Asari, Salarianern und neuerdings der Allianz durch. Das Wissen, wie Verbündete kämpfen, ist von Vorteil, weil die Truppen der 43. über die Disziplin und die Erfahrung verfügen, sich auf jedem Schlachtfeld in jede Armee zu integrieren. Und die 7. Flotte der Turianer, darüber erfahren wir auch noch etwas. Die 7. Flotte der Turianer erhielt das Privileg und die Bürde, den Tigel während seines Baus und der Verbringung zum Einsatzort zu bewachen. Die Flotte patrouilliert pausenlos rund um das gewaltige Gerät, koordiniert mit der Allianz und VI-gesteuerten Gegenspionageprogrammen. Die 7. Flotte weiß, was es für die Galaxie bedeuten würde, wenn die Reaper ihre Verteidigung durchbrächen. Jeder Kapitän ist bereit, das ultimative Opfer zu bringen, um die Sicherheit des Tigels zu gewährleisten. Turianisches Technikkorps. In einer Gesellschaft, in der Militär und Regierung praktisch gleichbedeutend sind, ist das Turianische Technikkorps für alles zuständig, von der Instandhaltung der Gehwege bis zum Bau von Raumhäfen. Es wurde über Palavin hinaus bekannt, als es die Reparaturen der durch die Sovereign angerichteten Schäden an der Citadel in Rekordzeit abschloss. Tatar-K-Techniker brachten den Tigel als größte Herausforderung ihrer Karriere und haben mit ihrem Können und ihrer Ausrüstung den Bauprozess spürbar beschleunigt. Ja, das war's dann an dieser Stelle, liebe Welt da draußen. Wir schauen uns nochmal die Konflikt,
die Kriegsschauplätze an, also alles läuft hier noch auf 50%, da hat sich also nichts verändert, wie man sieht. Ja, aber dann war es das auch. Ich darf mich an dieser Stelle dann bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.